Kaum zu glauben, aber wahr, der Touareg wird 20. Seit 2002 werden die drei Generationen des VW Touareg gebaut. Er ist über 1 Million Mal verkauft worden seither. Und dieses 20-jährige Jubiläum feiert VW mit einem Sondermodell, dem Edition 20, den wir hier in der Mitte sehen. Den sehen wir uns jetzt mal näher an. Der Edition 20 hat äußerlich ein paar Besonderheiten. Das ist zunächst mal die Lackierung. Das ist eine Sonderlackierung. Der Farbton nennt sich Mellow Blue Kristall Effekt. Das ist eine Art Wechsellackierung, kein Flipflop, aber sie ist in der Sonne richtig glitzernd blau. Aber wenn keine Sonne drauf ist, in den Schattenpartien ist es fast schwarz. Wirkt dann sehr dunkel, passt gut zu den Radlauf-Zierleisten, die auch spezifisch sind. Und zu den 21 Zoll Rädern ebenfalls in glanzschwarz. Grundsätzlich basiert der Edition 20 auf dem Touareg R-Line Black Style, also ohne Chromteile außen. Und erkennbar ist er an dem Edition 20 Schild, das hier an der B-Säule ist. Innen gibt es dann auch noch ein paar Besonderheiten, das sehen wir uns gleich an. Jetzt gehen wir aber erstmal einen Schritt zurück und gucken uns die anderen beiden Fahrzeuge an, die wir hier anlässlich des Jubiläums alle drei zusammen haben, alle drei Generationen. Back into time. Angefangen hat es alles 2002 mit dem Touareg der ersten Generation. Hier haben wir ein ganz besonderes Exemplar, und zwar den W12. Das war die Top-Motorisierung mit dem 12-Zylinder aus dem Phaeton. Man sieht es hier, der hat einen W12-Schriftzug, 4 Endrohre und auch sonst noch ein paar Besonderheiten. Aber das sehen wir später. Die zweite Touareg-Generation erschien 2010. Hier haben wir einen stehen, alles schon ein Tick moderner, sehr viel leichter vom Gewicht her. Hier die meistverkaufte Version, das ist der V6 TDI, auch mit 286 PS und mit der 8-Gang-Automatik. Der hier, das ist ein Versuchsträger gewesen, den wir von Volkswagen Classic bekommen haben. Das Auto ist auch nicht im besten Wartungszustand, sage ich mal. Die Automatik schaltet ein bisschen ruppig. Das Auto musste schon viel arbeiten in seinem Leben. Und deshalb gäbe es Exemplare, die in besserem Zustand wären. Aber das ist halt nicht der Versuchsträger mit eingetragenen 560 PS. Was die mit dem Auto anrichten, ist durchaus eindrucksvoll, aber darum geht es uns jetzt nicht in erster Linie. Wir sitzen im Touareg der ersten Generation, das heißt, es gibt noch jede Menge echte Knöpfe, stoffliche Knöpfe, an denen man drehen und drücken kann. Und es gibt alles manuell zu bedienen. Das wirkt vielleicht auf Anhieb unübersichtlich, wenn man diese Knopflandschaft hier allein für die Heizungssteuerung sieht. Aber dafür hat man nach einer gewissen Eingewöhnung halt, weiß man eben auswendig, wo alles ist. Man muss sich nicht über Menüs her suchen. Wo das Auto richtig, na, ich sag jetzt mal, richtig voll wirkt, ist zum Beispiel die Lenkung. Also erstens mal, ich muss enorm viel kurbeln. Sie ist sehr indirekt, sie hat so gut wie keine Rückmeldung. Also es ist egal, ob ich hier hindrehe oder da, das anscheinend kein Widerstand. Ich könnte also hier jetzt problemlos mit einem oder zwei Fingern lenken, das würde auch nichts machen. Dafür hat der Touareg 1 halt noch die volle Geländeausrüstung. Wir haben hier die Knöpfe für die Fahrwerksregulierung. Wir haben hier einen Allrad-Wahlschalter. Wir können High Permanent Allrad in Straßenübersetzung haben, können aber auch eine Geländeuntersetzung einlegen. Und man kann dazu noch das Hinterachsdifferential auch manuell steuern. Damit marschiert natürlich der Touareg der ersten Generation
überall hin. Aber wenn wir jetzt hier so kurvige Strecken fahren, dann merken wir, oh, das geht schon alles recht zäh. Und also das Auto hat zwar jede Menge Power, sportlich fahren ist trotzdem nicht so drin, er untersteuert spürbar und fühlt sich insgesamt halt ein bisschen träge an. Aber das war damals halt einfach Stand der Technik. Nur heute wirkt sowas einfach ein bisschen, ich sag mal, outdated. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es ist ganz gut, wenn man vielleicht eine eigene Tankstelle besitzt oder zumindest jemand kennt, der eine besitzt. Denn, ich sage mal, mit einstelligen Verbräuchen oder so muss man nicht anfangen. Wenn man ruhig fährt, wird man so bei, 12 Liter rauskommen. Aber beliebig mehr, bis über 20, ist kein Problem, wenn man es darauf anlegt. Das war auch der Grund, warum der W12 Cooler noch heute so einen legendären Ruf hat. Ein Verkaufsschlager im eigentlichen Sinn nie war. So, nächste Station, der Touareg der zweiten Generation. Da sieht es alles schon deutlich anders aus. Er ist deutlich straßenorientierter, das merkt man auf den ersten Blick. Die Lenkung hat sowas wie Rückmeldung, sie ist direkter, das Auto fährt handlicher. Das liegt auch einfach daran, dass reichlich Gewicht gespart wurde gegenüber dem ersten Touareg. Und vor allen Dingen, dass er nicht mehr so frontlastig war. Deswegen fährt er sich wesentlich handlicher und direkter. Das geringere Gewicht wurde nicht nur durch klassischen Leichtbau erreicht, sondern auch durch Weglassen eines durchaus gewichtigen Bauteils, nämlich der Geländeuntersetzung. Der Touareg 1 hatte noch eine Geländeuntersetzung, man hat aber festgestellt, es ist nichts, was sehr häufig gebraucht wird und was auch bei den Kunden nicht dringend benötigt wird im Touareg. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man die Automatik hat. Und die haben wir ja an Bord. Den Touareg 1 gab es ja als R5-Zylinder, also als 5-Zylinder-Diesel auch noch mit Schaltgetriebe. Den gab es hier nicht mehr. Mit dem kurzen ersten Gang von der Automatik war einfach Notwendigkeit nicht mehr da, die Geländeuntersetzung zu haben. Deswegen flog sie raus. Klettern konnte der Touareg 2 trotzdem noch gut. Wir sitzen jetzt hier im V6 TDI, das war die gängigste Version. Der hatte ordentlich Power und dennoch war er einfach einigermaßen sparsam. Geht fast in die Richtung wie der heutige V6 Diesel, also wie der heutige 3.0 TDI. Gebaut wurde er ab 2010 bis 2018/19. In der Bedienung hat sich noch nicht grundsätzlich was getan, aber schon, es ging in die Richtung, wie wir sie jetzt auch haben. Gab nicht mehr ganz so viele Knöpfe hier, es gab nicht mehr ganz so viele Regler und Tasten. Es war schon in Spuren Menüsteuerung vorhanden, es gab schon einen Touchscreen. Also zum Beispiel für die Navi-Zieleingabe oder für ähnliche Eingaben. Aber die grundsätzliche Bedienung noch mit Hardkeys. Heute hat man es ja alles über den Home-Button. Instrumente waren noch klassisch, also echte Instrumente sozusagen, analoge Zeigerinstrumente, allerdings mit einem Display zwischen den Hauptuhren. Also das ist schon gar nicht mehr so weit weg von dem, wie man sich heute von dem modernen Auto erwartet. Und vor allem
man merkt, das Auto macht halt auf kurvigen Straßen Spaß, so wie wir hier jetzt unterwegs sind. Man kann damit durchaus zügig fahren, die Seitenneigung ist geringer, die Rückmeldung ist direkter. Das ist schon, das geht schon in die Richtung, wie man sich das heutzutage auch erwarten würde. Und es geht auch richtig voran. Und auf den Pinsel drückt. Das ist die schöne neue Welt, die schöne digitale neue Welt. Wir haben im Edition 20 das InnoVision Cockpit, also das voll digitale Cockpit mit der großen Bildschirmlandschaft, serienmäßig, die sonst ja Aufpreis kostet, mit digitalen Instrumenten hier, Assistenzsystemen, die man ein- und ausschalten kann, was man halt hier gerne so einbaut heutzutage, sage ich mal. Das ist halt einfach der aktuelle Stand der Technik. So sieht das als aus. Wir haben hier den Bildschirm mit unterschiedlichen Menüs. Wir können immer sozusagen wie beim iPhone mit dem Home-Button wieder nach Hause kommen. Das kennt man, das hat der neue Tiguan, der ja 2019 vorgestellt wurde, hat es gegen Aufpreis immer. Hier haben wir serienmäßig an Bord. Feine Sache. Es dauert allerdings, bis man jedes einzelne Teil gefunden hat. Manchmal aktiviert man auch was aus Versehen, so wie ich jetzt gerade die Lenkradheizung, die hier in einer der Touch-Schalter im Lenkrad drin ist. Das kann schon mal passieren. Aber das ist man gewöhnt von modernen Autos. Je mehr Funktionen drin sind, desto unübersichtlicher wird es. Und letztlich ist natürlich die Konzentration, so viel wie möglich Bedienschritte auf dem Touchscreen zusammenzufassen, auch ein Bemühen, trotzdem die Anzahl der Schalter und Knöpfe übersichtlich zu halten. Was spezifisch für den Edition 20 ist, sind hier auf Anhieb zu sehen, an dem lederbezogenen Automatik-Wählhebel die Aufschrift Edition 20, dann die kontrastfarbigen Nähte hier, also einmal in Rot, einmal in Weiß. Das Weiß nennt sich Keramik und so unterschiedliche Akzente. Beim Einsteigen haben wir schon gesehen, es gibt beleuchtete Einstiegsleisten, auf denen auch wieder das Edition 20 Signet ist, damit man gleich weiß, in welchem Auto man gerade unterwegs ist. Beim Fahren ist der neue Touareg natürlich weit, weit entfernt vom Vorgänger, insbesondere von dem Vorgänger der ersten Generation, den wir jetzt hier im Moment vor uns fahren haben. Und das Auto fährt sich im Vergleich wirklich handlich und trotzdem komfortabel. VW hat bewusst die Fahrwerksabstimmung nicht kompromisslos in Richtung Sportlichkeit getrimmt, so wie das etwa bei Audi oder Porsche ist, die ja im Grunde eine verwandte Technik nutzen, sage ich mal, sondern das ist alles so auf der, ich sag mal, auf der touristischen Seite. Es ist auch für längere Strecken angenehm. Das Auto ist leise und hat natürlich trotzdem jede Menge Power, wenn auch nicht das jetzt die höchste Motorisierung ist. Wir haben ja drüber noch den Benziner mit 340 PS und den Plug-in-Hybrid, der allerdings im Moment nicht lieferbar ist. Aber auch hier, das ist auch der 3.0 TDI in der stärkeren Version, 286 PS. Da ist schon reichlich Schub da, der macht richtig Betrieb. Ist dabei halt einfach, muss man sagen, das können wir jetzt hier nicht ausprobieren oder demonstrieren, aber ist halt auch mal mit normaler Fahrweise problemlos mit einer 8 vorm Komma zu fahren. Wir haben
im neuen Touareg keine Geländeuntersetzung mehr. Das hat schon die zweite Generation, hat die nicht mehr. Es ist aber auch nicht nötig, weil der neue 8-Gang-Automat im ersten Gang so kurz untersetzt ist oder übersetzt ist, dass man trotzdem A, langsam fahren kann und B, auch genug Motorbremswirkung hat. Dafür gibt es ja auch wieder Assistenzsysteme, Bergabfahrhilfe, die also regelbar ist, die nicht bloß eine bestimmte Geschwindigkeit anfahren kann, sondern die man auch sozusagen regeln kann. Es werden in der Realität wenig Fälle kommen, in der man mit dem neuen Touareg nicht mehr weiterkommt, wo man mit dem alten problemlos durchgekommen wäre. Klar, es gibt Situationen der wirklich extremen Steigungen oder extrem schwierigen Situationen, wo ihm die Geländeuntersetzung helfen würde. Im üblichen Einsatz wird man es nicht brauchen, ebenso braucht man es nicht im Anhängereinsatz, da hat der Motor einfach genug Power, um mit allem fertig zu werden, bis eben 3,5 Tonnen, die alle drei Touareg-Versionen haben, deswegen auch alle drei oder alle vier Motorversionen, schwächerer Diesel, stärkerer Diesel, Benziner und eben als vierte der momentan nicht lieferbare Plug-in-Hybrid, da hat man halt das Verfügbarkeitsproblem zurzeit. Alle sind voll tauglich für das, wieso man sich so ein Auto kauft. Touareg, das sind 20 Jahre Weiterentwicklung. Wir haben versucht, jetzt diese Entwicklung hier so ein bisschen nachzufahren mit den drei Autos, mit der ersten Generation, der sehr spezielle W12, mit der zweiten Generation, dem populären 3-Liter Diesel, bis zum aktuellen Touareg der dritten Generation hier in der Edition 20 Version. Den Edition 20 gibt es grundsätzlich in allen vier Motorversionen. Das geht los bei 77.530 Euro für den 230 PS 3.0 TDI. Über den dann drüber rangiert der 286 PS Diesel. Dann gibt es noch einen Benziner mit 340 PS, der 3.0 TSI. Und grundsätzlich wird es ihn auch geben als Hybrid, als Plug-in-Hybrid mit dann 381 PS Systemleistung. Der ist allerdings momentan nicht lieferbar, deswegen findet man ihn auch nicht im Konfigurator. Ansonsten auf zum Händler!